Jetzt kann ich mich aber einlegen. Was bewege ich meine Ärmchen, wenn ich träume? So, und wir gehen jetzt wieder dahin, wo wir schon angefangen haben. Alles auszufüllen, vollzufüllen, aber die Ertrunkenen zeigen ja, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Also in die Tiefe, Teil 2. Jetzt hier am See. Und da werde ich wahrscheinlich einiges an Zeitraffer machen. Kommt auch an, wie viel ich dabei schwätze. Ich hoffe, ich ersaufe nicht dabei. Wir werden das jetzt mal ein bisschen ordentlicher machen, damit ich bis zum Grund alles hier ausfüllen. Ups, so, die nächsten drei oder gleich vier. Kann ich die eigentlich auch einfangen, die Lachse? Mit dem Eimer. Mal gucken. Ups. Naja, der ist ja ganz bestimmt nicht hier. Ja. Wunderbar. Und jetzt kommst du ins Aquarium. Wie wäre das denn? So. Was da überhaupt drin bleibt, das ist ja auch noch die Frage. Aber immerhin haben wir schon mal einen Fisch gefangen und einen Fortschritt erzielt. Das ist doch schon mal gut. So. Wo war... Ne, das war hier. Da muss ich hier rum. Hier war das, ne? Genau. So, dann gehen wir mal hier rum. Naja, läuft. Prima. So, mal sehen, wie lange du da bleibst. Erster Fisch. Vielleicht kriegen wir ja noch welche.
mal sehen, ob ich noch vor dem Abend noch einen Fisch fange. Wo seid ihr? Seid ihr noch da? Sie sind weg. Oh, das ist aber schade. Okay, einen haben wir aber jetzt gefangen. Mal sehen, ob der dann noch bleibt. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Taktisches Fischen heißt das. Okay, wunderbar. Also, taktischen Fischen zum Weiter ausfüllen. Da seid ihr ja wieder. Wo wart ihr denn gerade? Mal sehen, ob ich jetzt noch einen erwische. Tatsächlich ungleich in noch einen zweiten Lachseimer. Dann tun wir den gleich mal ins Aquarium zu dem Freund hin. Und vielleicht kriegen wir den dritten ja auch noch. So, bist du noch da? Da ist er noch. Das ist gut. Hey. So, wo ist jetzt der polierte Granit? Da ist der polierte Granit. So, jetzt seid ihr schon zu zweit. Das ist doch super, da bin ich ja gespannt, wie lange die da bleiben. So, jetzt geht's wieder runter. Da muss ich von den dritten auch noch erwischen. Das wäre natürlich dann super. Wenn er noch da ist. Sie nicht irgendwo versteckt hat. Da ist er. Wunderbar. Hey, das ging jetzt aber flott. Beim ersten Mal hat es ein bisschen gedauert, aber dann habe ich es gelernt. Jetzt geht es ratzfatz. Okay, dann ist das Aquarium belebt. Das freut mich. So, da seid ihr alle zusammen. Wo seid ihr? Da. Drei Fische, wunderbar. Kriegen wir da, kann man also hier sitzen in der Bücherei und dann nebenbei
den Fischen zu gucken. Ach, wie schön. So, jetzt wieder runter. Dann wird weiter aufgefüllt. Die Tintenfische werden wir dann natürlich nicht mit dem Eimer holen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. So, dann werden wir hier mal auffüllen. Ich hoffe, die Luft reicht so lange. So. Genau, und hier könnte man natürlich auch noch füllen. Da muss ich hier mal da oben ein paar Löcher machen. Ich weiß, wo ich das machen muss nachher. Dann müssen wir von der Seite ja auch noch zuschütten. Ein bisschen Luft holen. Jetzt vergessen zu schlafen oder was? Wir könnten auch hier ein bisschen dem Zeugs noch abernten, ja. Ach, und du Ärmster, gestorben. Ich glaube, ich gehe unter Wasser. Da regnet es nicht. Da wird man nicht nass. Der nächste kaputt. So, dann geben wir mal die Haie ab.
Da sind schon wieder drei neue. Ich hoffe nur, dass die alten dann noch im Aquarium sind. Oder ich muss den Namensschilder geben. Also Gezähmte brauchen ja kein Namensschild. Ja, Hunde oder Katzen. Oder Ozelots, wie gesagt, gezähmt. Aber ich weiß nicht, ob die Lachse gezähmt sind, wenn ich sie... eingefangen habe, ob das auch zählt. So. Hier brauchst du da echt viel Erde, das ist unglaublich. So geht's dann doch noch schneller. So, dann mal sehen, ob ich aus euch jetzt was zu essen machen kann hier. Ja? So sieht's aus. So, da haben wir alles aufgebraucht. Wir haben noch was zu essen gefangen. Ja, wo ist es denn jetzt da? Drei Lachse. Wir haben ein paar Tintenbeutel. Die kommen erstmal ins Lager. Ja, das Ganze müssen wir da auch noch machen, also wo wir schon zugekippt hatten, dann kommt immer unter die Lebensmittel. Ach, da war alles voll. Aber ich habe schon Sushi, vielleicht ist das ja eine Sushi-Sache hier. Moment, also... Das Essen, jawohl, kommt raus. Die Tonklumpen haben wir schon ewig nicht mehr gesammelt. Wow, ewig nicht mehr leer. Ewig nicht mehr. So. Was kommt dabei raus? Sushi. Wartner Lachs. Ja. Haben wir den? Nein, haben wir nicht. Dann werde ich auch das hier oben mal reintun. Den Tinbeutel. Genau, tun wir mal da unter Mobblut. Den Kies, dann haben wir wahrscheinlich aus dem Weg rausgenommen, aber den müssen wir dann halt später mal wieder reinsetzen.
So. Jetzt gehen wir noch auf ein Abenteuer. Das läuft so flüssig im Moment hier, Minecraft. Wie gesagt, ein bisschen mehr Speicher zugewiesen. Upsa. Dann geht das alles prima. Und wir müssen dann bei der nächsten Aufnahme dann also hier auffüllen, ne? Wo wir hier die Löcher gehackt haben von unten. Das muss ja auch noch einen höher. So, und hier haben wir jetzt drei Löcher gehackt, genau. Da müssen wir dann auch auffüllen. Wir können noch mal hier gucken. Da ist auch noch die Möglichkeit aufzufüllen. Sieht das hier aus? Auch da. Auch da. Ah, wir haben aber schlecht gearbeitet hier. Das muss ich schon sagen. Okay. Das sieht gut aus. Noch ein Loch. Alles klar. Gut, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und in der heutigen Aufnahme gehen wir dann auf Abenteuerfahrt. Aber erstmal gehen wir hier ins Bett. Das heißt, es ist eigentlich noch viel zu früh. Obwohl es nach der Uhr eigentlich schon. Nee, ach, wir können auch da oben hin und schlafen. In unserem eigenen Bettchen. Nehmen wir mal den Haupteingang. Huch, ich dachte eben, da steht einer hier, aber das ist nur das Design. Ja. Fast bis oben hin. Ne, ganz bis oben. Genau. So ist das. Und jetzt kann ich mich direkt hinlegen. So, in der Regel wird man jetzt sagen, tschüss und bye bye, aber wir haben noch was vor.